In Österreich zahlen wir jährlich bis zu 80% zu viel fürs Heizen oder Kühlen bei uns zu Hause. Warum? Unsere Häuser sind oft nicht energieeffizient gebaut und große Energiemengen gehen dadurch verloren. Und die Lösung für dieses Problem ist am häufigsten die Sanierung. Hi! Ich bin's Terry und wir schauen uns heute an, was das genau bedeutet, warum du sanieren solltest und wie du am besten damit startest. Jeder von uns hat schon mal eine Sanierung miterlebt. Beim Sanieren wird die alte Bausubstanz an den wichtigsten Stellen erneuert und Mängel werden behoben. Das führt dazu, dass die Wohnqualität steigt und vor allem, dass dein Haus energieeffizienter wird. Schon beim Wort Energieeffizienz geht mir das Herz auf. Vor allem, wenn die Energiekosten steigen, bist du damit gleich viel unabhängiger. Sanierungen sind also wirklich wichtig, wenn du für dein Haus auf lange Sicht die Wohnqualität und auch den Wert steigern möchtest. Und natürlich deine Energiekosten senken willst. Nicht zu verwechseln, renovieren wird häufig als Synonym für Sanieren verwendet. Das stimmt so aber nicht ganz. Bei einer Renovierung geht es vorrangig um die optische Verbesserung. Typische Maßnahmen sind zum Beispiel, wenn du einen neuen Boden verlegst oder Tür- und Fensterrahmen streichst. Beim Sanieren zählen aber die inneren Werte. Und es gibt verschiedene Gründe, warum das für dich wichtig sein könnte. Ganz vorne steht, wie schon gesagt, die positive Auswirkung auf den Energieverbrauch. Wer ein gut saniertes Haus hat, der spart Geld. Bei einer Einsparung von bis zu 80% der Energiekosten ist das auf alle Fälle ein sehr spürbarer Effekt. Die häufigsten Sanierungsmaßnahmen werden an Heizungen, Fenstern, Dächern und Fassaden unternommen. Wenn du diese Teile deines Hauses modernisierst, werden Heiz- oder Kühlungskosten reduziert. Best-Case-Szenario: Du erzeugst günstige Energie, zum Beispiel mit dem Umstieg auf ein modernes Heizsystem und die Erneuerbaren, und du verbrauchst noch dazu weniger, weil du in einem gut isolierten Haus wohnst und dadurch weniger Wärme oder Kälte verloren geht. Das macht dich auch von steigenden Energiepreisen unabhängiger. Dann lässt sich's auch mit besserem Gewissen heizen. Und wenn wir schon von gutem Gewissen reden, Sanierungen sind ressourcenschonender als der Neubau und wirken sich positiv auf deinen ökologischen Fußabdruck aus. Eine Sanierung ist aber auch eine Option, wenn du dein Haus vielleicht gar nicht selbst bewohnen oder in Zukunft behalten willst. Sanierungsmaßnahmen haben nämlich eine direkte Auswirkung auf den Wert deines Hauses. Experten sprechen sogar von einer möglichen Wertsteigerung von bis zu 20%. Die ersten Schritte beim Sanieren. Du willst also sanieren, weißt aber nicht genau, wo du anfangen sollst? Keine Sorge, ich habe ein paar Tipps für dich. Es gibt einige Dinge, die du bei einer Sanierung unbedingt beachten solltest. Ganz wichtig vor allem, Zeit für Recherche einzuplanen. Das ist besonders wichtig, weil Sanierungen oft mit hohen Kosten verbunden sind und schützt dich davor, übereilte Entscheidungen zu treffen oder treffen zu müssen. Und dann kann es auch schon losgehen. Zuallererst solltest du ein Sanierungs- und Finanzierungskonzept erstellen lassen. Überlege, ob du das gesamte Haus sanieren willst oder nur Teile davon. In beiden Szenarien solltest du den bautechnischen und energetischen Ist-Zustand analysieren lassen. Das geht am besten über die Energieberatungsstellen der Bundesländer. Ein wichtiger Punkt, der öfter übersehen wird, als man denkt, bei dem Konzept spielt auch die Reihenfolge, in der du die Maßnahmen unternehmen wirst, eine große Rolle. Warum? Sanierungsmaßnahmen bauen meistens aufeinander auf. Du solltest zum Beispiel nicht dein Heizungssystem austauschen, bevor du die Außenwände gedämmt hast. Gegen ein schlecht gedämmtes Haus ist leider auch die modernste Heizung machtlos und du verschwendest unnötig viel Energie. Wenn du also deine Analyse gemacht hast, solltest du dir von mehreren DienstleisterInnen Kostenvoranschläge einholen und sie vergleichen. Bei größeren Projekten ist es oft leichter, sich für ein Generalunternehmen zu entscheiden. Das macht die Kommunikation viel einfacher und kann dir Zeit und Stress ersparen. Es gibt viele verschiedene Sanierungsmaßnahmen, die vom Bund oder Land und den Gemeinden gefördert werden. Förderungen sind ein guter Weg, Sanierungen mitzufinanzieren und das Kosten-Nutzen-Verhältnis enorm zu verbessern. Wir haben zu dem Thema Finanzierung und Förderungen auch ein eigenes Video. Wenn es dich auch schon so in den Fingern juckt wie mich, solltest du schon mal mit der Recherche starten. Für genaue Planung und wichtige Fragen machst du dir am besten direkt einen Termin mit deiner Beraterin oder deinem Berater aus. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal.